Hallo übrigens draußen, willkommen zum nächsten Part von City Skylines. Ja, wir befinden uns hier noch im Ladebildschirm bzw. im Menü dieses Spiels. Deshalb gehen wir jetzt auf das Spiel laden und ihr seht hier Neubau Let's Play, Tube Town Let's Play Part. Ich weiß nicht genau, warum ich so genannt habe, Neubau. Da habe ich nämlich heute Nacht ein bisschen was geändert, weil ich habe im Let's Play den einen oder anderen Fehler gemacht und deswegen habe ich auch eine Folge komplett rausgeschmissen und habe da die Fehler quasi jetzt erstmal, die ich gemacht habe, heute Nacht so ein bisschen gefixt, was Straßenbau und sowas angeht. Die Einwohnerzahl ist im Großen und Ganzen jetzt natürlich etwas höher, weil einmal 15 Minuten fehlen und natürlich, weil ich nochmal so circa eine Stunde heute Nacht weitergespielt habe, auch wenn ich da jetzt nichts für das Wachstum der Stadt getan habe, sondern wirklich um den Verkehrsfluss ein bisschen zu regeln und deswegen das auf jeden Fall nicht überbewerten. Genau. Oh ja, jetzt haben wir hier nämlich schon Probleme, weil die Müllautos da nicht vernünftig hinkommen, vermute ich. Ja, warte mal, weil hier, das ist meine Einbahnstraße. Genau, und wo haben wir die Müllfahrzeuge? Hier. Haben wir hier auch eine Einbahnstraße? Nee, also eigentlich müssten sie da hinten hinkommen. Oder haben wir hier noch... Müssen wir mal gucken. Eigentlich sind die momentan nicht so 10% voll. Okay, oder... Erstmal... Zack. Na, 99% voll. Okay. Wie können wir das denn leeren hier? Leert sich... Erstmal leeren wir die hier. Erstmal sagen wir, dass die sich alle leeren sollen. Dann kann nämlich... Können diese beiden hier das Kohlekraftwerk... Das Kohlekraftwerk natürlich nicht. Wir haben gar keine Müllverbrennungsanlage. Leute, dann sollten wir definitiv eine Müllverbrennungsanlage bauen. Das kann doch nicht sein, dass wir keine haben, oder? Jetzt, ach, die haben doch gar nicht freigeschaltet. Die wird erst bei 8000. Okay, dann erklärt sich das natürlich. Ja, wie gesagt, wir stehen momentan hier bei 7200 Einwohnern, machen gut Gewinn. Läuft alles, wir können einmal den Verkehrsfluss das angucken. Einmal Stück für Stück durchgehen, das wird das eher eine Folge, die so ein bisschen mit Zeigen sich beschäftigt. Hier könnte es eng werden, weil anscheinend fahren hier wirklich viele Leute über diese Ministraße gerne in diese Stadt rein und fahren dann natürlich durch diese Seitenstraßen, was hier einen Stau hervorrufen könnte, ist natürlich jetzt nicht die optimale Lösung. Ist die Frage, was machen wir da mal? Ich würde definitiv sagen, dass wir die Straße zu einer Einbahnstraße machen und dass die dann hier hinten lang fahren sollen. Also ausschließlich da hinten. Und das war hier eventuell, also ich werde jetzt wieder die Zeit einmal anhalten und jetzt mal komplett diese Straße nochmal wegreißen, weil das sollte nochmal so als zusätzliche Ausfahrt aus dieser Stadt dienen, damit diese Wagen, die aus diesem Bereich hier kommen, nicht einmal durch die komplette City fahren, weil ich kann mal die Straßenführung einmal so jetzt zeigen hier. Momentan kommen sie hier rein und können nur hier raus zurückfahren. Ich habe hier noch so eine kleine Umleitung einmal außenrum gebaut, weil ich habe hier auch ein bisschen den Verkehr gelöst. Noch nicht optimal, möchte ich auf jeden Fall noch fixen ein bisschen. Aber sie kommen, wenn sie reinfahren, einfach nicht hier raus. Deswegen wollte ich hier noch eine zweite Abfahrt machen, die ich somit dann auch erledigt habe. Allerdings habe ich die nicht als Einbahnstraße gemacht, sondern als normale Straße. Und jetzt ist eine Einbahnstraße, damit haben wir das Problem auf jeden Fall gelöst. Und dann hatte ich jetzt sogar vor, dass ich hier... nur jede zweite Straße als wirkliche Straße verwenden, mit der man auf diese Hauptstraße, sag ich mal, kommt. Und nicht mehr jede Straße. Was dazu führt, dass wir hier nur eine einzige... Warte mal, hier haben wir aber keine Einbahnstraße. Das ist normale Straße, ne? Ja, das war hier... eben nur zwei Kreuzungen haben, was einen deutlich flüssigeren Verkehr auf jeden Fall hervorrufen wird, hoffe ich. Muss ich hier mal schnell alles wieder zu Industriegebiet machen. Damit hier sich keine Gebäude gleich abbauen, weil wir hier die Straßen ein bisschen weggemacht haben. Wäre auf jeden Fall doof. Hat sich jetzt aber geklärt. Ja, hier wird der Müll nicht abgeholt. Das ist nicht gut auf jeden Fall, Leute. Das ist nicht gut. So, jetzt sehen wir hier erstmal... Hier fahren sie nur noch zurück, kommen hier auch recht schnell alle auf die Autobahnen. Wir können uns einmal den kompletten Verkehrsfluss nochmal angucken. Wo machen wir das hier genau? Dass wir hier so gut wie kaum rote Stellen haben. Hier hinten natürlich, weil hier so eine Hauptdurchfahrt ist, ist klar. Und dann hier durch die Kreuzung könnten wir auf jeden Fall auch überlegen,
ob wir diese Kreuzung eventuell sogar hier rausnehmen. Allerdings, da müssen die hier natürlich einen großen Umweg fahren. Deswegen lasse ich das erstmal so, wie es ist. Hier wird es auf jeden Fall auch noch knifflig, weil das ja wirklich ein großer Wohnkomplex ist. Jetzt müssen wir uns aber als allererstes mal überlegen, wo bringen wir noch weitere Wohnviertel unter. Ich möchte ungern hier noch weiter das vergrößern, weil hier haben wir jetzt schon das Problem, beziehungsweise wenn wir so große Bereiche haben, dass der Verkehrsfluss dadurch auf jeden Fall beeinträchtigt wird. Wir könnten natürlich sagen, dass wir hier hinten irgendwo ein Wohnviertel machen. Allerdings ist das sehr schwer zu erreichen. Weil hier eben nur Einbahnstraßen, dann ziehen wir das Ganze wieder durch durch den anderen Bereich. Was wir hier machen können, wir könnten hier wirklich eine große Straße hier mal mit Bild ab, so ein bisschen durch hochziehen. So schnell wie möglich wieder runter. Und was machen wir denn mal? Ich weiß nicht so genau, wie ich das machen möchte. Das ist immer so das Problem, wenn man selber noch nicht weiß, wie man das machen möchte. Aber hier hinten ist, glaube ich, so die einzige Möglichkeit. Wie viel Platz haben wir noch da hinten? Wenn wir erstmal hier eine lange Straße durchziehen. Ich mache das mal so. Zack. Und von hier gehen wir jetzt erstmal runter. Dann bringt uns hier diese Autobahn, wie wir sie jetzt momentan haben, noch überhaupt nichts. Da muss ich wahrscheinlich die komplette Autobahn nachher umlegen. So, hier machen wir wirklich einen großen Wohnbereich hin. Auch wenn ich den, ich glaube, den möchte ich sogar ein bisschen idyllischer machen. Mit großen Abständen dazwischen. Die wir später erstmal noch belegen können. Allerdings, das bewirkt natürlich, dass wir hier kaum ein Verkehrschaos wahrscheinlich haben werden. Und sehr viel Platz nachher noch haben. Und der Verkehr einfach deutlich geregelter laufen wird. Weil hier nicht ganz so viele Leute leben. Und hier machen wir wieder diese Querverbindungen. Und hier einmal außenrum noch so diese Straße ziehen. Oh Gott, jetzt Wohnviertel werden jetzt wirklich extremst gebraucht. Okay, da möchte ich das vielleicht gar nicht mal so hinziehen. Hier mache ich einmal so eine komplette Reihe kommerzieller Bereich. Und dann müssen wir natürlich ganz dringend daran denken, dass wir hier Wasser reinlegen. Okay, machen wir das so einmal. Zack. Und gehen wir hier mal. Ach nee, jetzt. So. Hoffe, das reicht jetzt. Ja, locker reicht das. Perfekt. Oh Gott, ich habe teilweise hier so kurze Ruckel leer im Bild. Erstmal mache ich hier, dass die Zeit mal kurz steht. Denn die sollen nicht gleich alle ausziehen, weil sie hier keinen Strom haben. Ja, von hier müssen wir einfach mal jetzt rüber gehen. So, jetzt kommt. So, perfekt. Haben wir den Anschluss gebaut. Jetzt können wir das nämlich uns sogar mal angucken hier, wie hier gleich der Wachstum rasant voranschreiten wird. Jetzt müssen wir ganz wichtig dran denken, dass wir hier eine Ausfahrt haben. Machen wir die so. Und hier machen wir nochmal so eine kleine Einfahrt. Und dann haben wir das auf jeden Fall, glaube ich, so verkehrsschonend wie möglich gelöst. Das Ganze. Jetzt müssen wir mal gucken, dass hier das wieder in den Plusbereich geht. Perfekt. Und dann sollten wir auch relativ schnell hoffentlich die 8000 Einwohner erreichen, sodass wir unsere Müllverbrennungsanlage hier errichten können. Mal gucken, was hier so läuft. Wie weit sind die jetzt geleert? Scheiße, die können nicht geleert werden, weil wir keine... Das ist natürlich nicht gut. Wir haben keine Müllverbrennungsanlage. Das wird ein Problem. Friedhof benötigt. Oha. Stimmt, dann werde ich auf jeden Fall mal hier hinten einen Friedhof machen. Und ganz wichtig, eine Arztpraxis. Ist eine Arztpraxis, oder? Genau. Eine Arztpraxis, eine Feuerwehr und ganz wichtig, auch noch eine Police Academy.
die wir hier hinstellen können. Und dann werden wir von da hinten auf jeden Fall nochmal gleich den ganzen Ström rüberziehen. Den Ström. Zack, einmal durchs Land geballert. Wasser dürften die ja haben, rein theoretisch, ja. Kommerzieller Bereich wird hier auch schon fleißig genutzt. Wird sogar noch mehr benötigt, deswegen werden wir... Ach nee, da haben sie ja noch alle. Das ist ja noch ganz entspannt. Hier fahren sie in beide Richtungen. Alles gut, soweit. Haben auch gerade richtig gut Einwohner zuwachs. Hier hinten überall kein Müll. Das ist... Oh oh, wir müssen schleunigst. Wir müssen schleunigst die 8000 Einwohner erreichen, weil ohne Müllverbrennungsanlage wird das lange Sicht auf jeden Fall nix. Leute, und hier sehen wir, hier wird es dann doch ganz schön Harry wird es. Es wird Harry. Weil wenn hier wirklich so ein Schub Fahrzeuge kommt, wie es ja gerne mal kommt, dann ist das hier echt miese Brise. Erstmal, dass es ein bisschen unnötig wird, es ja haben. Ich bin gerade die Zeit ein bisschen am Vorspulen, sage ich mal, weil ich jetzt die 8000 Einwohner brauche. Ziemlich nötig sogar. Müll wird ein großes Problem, Leute. Müll wird ein großes Problem. Hier muss ich mir was überlegen, weil jetzt sieht man schon den Verkehrsfluss, der ist doch nicht mehr ganz so entspannt. Hier hinten gerade auf dieser Hauptverbindung durch diese... Wisst ihr, was wir machen? Wir machen was genauso, wie wir es vorhin gemacht haben. Beziehungsweise wie wir es eben gemacht haben. Hier wird einfach mal, zack, die Straße gekappt. Und hier wird die Straße auch mal gekappt. So. Ganz wichtig ist dran denken, dass wir hier wieder den kommerziellen Bereich einführen. Das darf man nicht vergessen. Weil ohne das hauen die uns ab hier, die Kollegen. Und hier haben wir jetzt einfach einen deutlich besseren Fluss. Und das gefällt mir hier unten auch noch gar nicht. Aber gleich haben wir auf jeden Fall erstmal schon unser Ziel erreicht. Unsere 5000 Einwohner, ne 8000 Einwohner. Und dass ich die hier außen rumlotse, das ist so idiotisch. Ich mach das einfach... Muss ich irgendeine Ich glaube, ich muss wirklich eine Einbahnstraße natürlich so sagen. Jetzt müsste es eigentlich besser laufen. Beziehungsweise etwas schöner laufen. Ich könnte natürlich hier auch wirklich sagen, dass ich das doch nochmal wegreiße. Kollege, das will ich anklicken. Und dass wir dann hier sogar einen richtig dicken Oschi da hinsetzen hier. Richtig fette Street. Jetzt müssen wir aber irgendwie das Gebäude erstmal wegbewegen. Nur das Ding ist wieder, jetzt wo setzen wir sie hin? Weil dann kostet es 6000, die hier umzusetzen. Und, Scheibenkleister. Das ist so teuer. Jetzt muss ich das erstmal hier hinsetzen. So. Um hier eine dicke Street zu ballern. Und jetzt sagen wir hier, bereits belegt, ist auch cool. Machen wir so. Hä? Toll. Oh Leute, jetzt haben wir was gemacht. Jetzt haben wir was gemacht hier. Ist jetzt nicht mehr ganz so schön, aber... Den Zweck erfüllt ist. Und den Kollegen müssen wir wieder umsetzen. Für wieder richtig Kohle. Und das jetzt mal so. Dann haben wir jetzt richtig viel Kohle in Sand gesetzt. Allerdings macht ja nichts. Hier hinten läuft es alles. Ich hoffe, dass jetzt der Verkehr etwas sich beruhigt. Hier hinten ist natürlich sehr extrem. Hier müssten wir eigentlich eine Hauptverbindung durchziehen. Also eine breite Straße. Weil wie ihr seht, das ist einspurig und das läuft eigentlich gar nicht so gut. Wird eine teure Angelegenheit, weil wir richtig Häuser wegreißen müssen. Und dann haben wir es jetzt auf jeden Fall erstmal erreicht. Das, was ich die Folge erreichen wollte. Deswegen sage ich jetzt auch schon mal so langsam schö. Bye bye. 8000 Einwohner. Wir sind eine große Kleinstadt. Neue Steuerrichtlinien anscheinend. Und eine U-Bahn können wir jetzt bauen. Einzigartige Gebäude. Hier, wir können eine neue Schulbildung. Also wir können jetzt
Ach, neue Richtlinien. Ach, Bildungsschub. Ach so, okay. Steuererhöhung können wir hinzufügen. Wir können jetzt dicht besiedeltes Wohngebiet. Das ist geil. Wir können Universität, wir können Müllverbrennungsanlagen. Und das alles werdet ihr sehen im nächsten Part von City Skylines. Und damit, bye bye, Leute. Tschüss.